Und weiter geht's mit Tag 3. Ich habe wieder meinen Wachsklärbehälter mit weiteren Blöcken gefüllt. Heute, 24 Stunden später, lasse ich das Wachs wieder ab. Hierzu bringen wir wieder das Wasser zum Kochen. Das destillierte Wasser. Selber Prozess wie gestern. Nächster Hotbox drüber. Und ihr wisst ja, wir haben ja die gestern alle fertig gegossen hier. Ein bisschen warm sind sie noch. Hat sich wirklich gut gehoben, diese Wärme im Bienenwachs. Wir sehen heute das Ergebnis. Auch wenn es noch warm ist, wird gleich rausploppen. Wunderschön. Zweimal ohne einen Riss und einmal hat es hier einen leichten Riss gegeben, aber ist nicht schlimm. Und ihr seht, durch das Wasser hat sich hier komplett schon frei gemacht. Hier wird es auch gleich rausspringen, also ein bisschen Druck muss man geben. Manchmal hängt das Bienenwachs. Bloß nicht dagegen schlagen mit einem harten Gegenstand, sondern wenn nur klopfen. Klopfen und drücken. Und hoppala, na gut. Wenn das nicht wirkt mit dem Klopfen und Drücken, dann machen wir hier oben einfach kaltes Wasser rein und warten und klopfen wieder. Irgendwann schwemmt das nach oben. So, die Schalen können weg. Nehmen wir gleich wieder zum Abdecken. Und jetzt klopfen wir einfach nur diese Klötze hier raus. Ich mache das immer so, dass ich da nicht zwei Handgriffe dafür machen muss. Und hui! Super genial. So sieht dann ja, so ein Bienenwachsklumpen aus mit dem ersten Schmelzprozess vom Wachsklärautomaten. Bis zu dreimal machen wir jetzt den Prozess. Das war das erste Mal. Schreiben wir auch gleich drauf. Ich habe noch von meiner Ausbildung noch Gesellenprüfung Imker 2009 in Celle. Wunderbar und eine 1 für den ersten Klärvorgang. Und ich muss sagen, wow, sieht echt schon gut aus. Für das erste Mal klären ist das hier wirklich nicht viel Schmutz im Vergleich zu dem. Da ist doch noch ordentlich drauf. Das Ausschaben machen wir erst in ein paar Stunden, dann mache ich dann wieder die Kamera an. Ja, ist echt nicht viel. Also ich hatte da tatsächlich schon Jahrgänge, da war einfach mehr Schmutz drin, aber man wird ja über die Jahre auch mit seiner Akribischkeit immer besser. Von daher richtig gut gelungen, kann ich nur sagen. Jetzt kommt der Heißluftföhn zum Einsatz, weil hier ist es tatsächlich fest geworden. Und geschafft. Also ich habe das jetzt wirklich nur gelöst mit Hitze, die Verstopfung und dann muss man es wieder neu justieren hier, soll ja nicht so arg rausklettern. Ja. Und so wie gestern machen wir das hier ein bisschen schöner. Das Ding ist,
wenn ich jetzt schon den Prozess vom Abschaben beginnen würde, wäre nicht so effizient. Ich würde Zeit und Geld verlieren und würde Ressourcen auch nicht schonen. Und wir möchten ja als Imker, also speziell ich als Imker der regenerativen Bienenhaltung, mir ist echt wichtig, nachhaltig zu arbeiten. Deswegen, ich warte hier, bis das Wasser einfach verdunstet ist. Dann ist nämlich der nächste Arbeitsprozess viel schneller gemacht. Und ich brauche eben weniger Energie, auch mit dem Heißluftföhn weniger. Und deswegen warten wir jetzt hier ein paar Stunden und dann kann ich das Video weitermachen. Ich denke, hier kann ich dann auch einen Cut machen in dem Video, weil das nächste, was ich jetzt mache, ist lediglich die Eimer wieder füllen. Bis zu 3 kriegen wir raus, also der plus 2. Und dann habe ich ja drüben im Lager immer noch weiteres Bienenwachs, das wir dann auch da noch reingepackt. Ja, da ist noch jede Menge zu tun. Und auch die Eimer hier, mit denen ist es ähnlich wie mit der Oberfläche abschaben. Ich könnte sie jetzt schon sauber machen. Ich habe ja aber genug. Deswegen warten wir erst, bis das Wasser hier größtenteils verdunstet ist. Und dann kann ich die hier säubern. Das zeige ich dann auch im nächsten Take. Ja, und dann dieser Eimer hier zum Abschluss. Den kann man auf jeden Fall nochmal benutzen. Ist ja auch der erste Vorgang, von daher, wenn selbst dann da ein bisschen Dreck drin ist, ist egal, das löst sich und ist wieder unten im Kuchen drin. Bei den nächsten Vorgängen bin ich bei sowas pingeliger. Jetzt für diesen Vorgang kann man noch ein Auge zudrücken. 2 leere noch, plus der, wieder füllen und dann warten. Bis dann.